TLC steht auf dem Programm. Wuhu, wir sind alle gehypt und es gibt 90 Minuten Matchzeit. Hype auf Zeit ist auch nicht einer meiner besten Reime. Ganz egal, wir starten rein mit der Kickoff-Show. Alicia Fox gegen Sasha Banks, da möchte ich gar nicht viel zu sagen. Sasha Banks gewinnt, das ist ein kurzes Match. Sasha muss dominant dargestellt werden, natürlich genau wie die Dame, die bei TLC ihr Debüt feiert, und zwar Asuka. Und diese Asuka, die startet die Show. Ich würde wirklich Asuka gegen Emma als Opener platzieren, 10 Minuten lang. Sehr viel länger sollte das nicht dauern, das kann wirklich gut werden. Die hatten auch bei NXT ein sehr starkes Match. Asuka muss komplett dominant dargestellt werden. Sie spielt so ein bisschen mit Emma, zeigt ihre krassen Kicks, den Asuka-Lock, und gewinnt dann damit das Match. Dann haben wir den Demon, der gegen Sister Abigail antritt. Ich würde hier tatsächlich 15 Minuten Matchzeit geben, einfach, dass sie auch eine längere Matchstory erzählen können, aber ganz ehrlich, ich habe kein Interesse an diesem Aufeinandertreffen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich würde hier retten, was zu retten ist. Keine Kakerlaken, keinen sonstigen Quatsch, sondern einfach pures Wrestling. Das funktioniert ja bei den beiden ganz gut. Bray Wyatt gewinnt am Ende. Alles andere passt einfach nicht in die Storyline. Sonst sieht hier Sister Abigail direkt aus wie ein absoluter Witz. Und das sollte man verhindern, wobei es wahrscheinlich sowieso nicht zu verhindern ist, egal wie dieses Ergebnis jetzt hier bei TLC aussieht. Es gibt ein random Tag Team Match von den Cruiserweights. Kendrick und Gallagher treten an gegen Alexander und Rich Swann. 10 Minuten High Flying Action. Alexander und Rich Swann gewinnen hier, weil sie bei Raw auch gewonnen haben, sonst wäre das wieder 50-50 Bullshit. Alexa Bliss gegen Mickey James. Es geht um den Raw Frauentitel. 15 Minuten lang. Das ist ein Match, was wirklich auch cool werden kann, also anders als andere Matches auf dieser Card. Würde ich schon sagen, das kann man sich geben. 15 Minuten und Alexa Bliss gewinnt das Match mit ihrem klassischen DDT und setzt sich durch clean, ohne irgendwelche Eingriffe. Kalisto gegen Enzo, es geht um den Cruiserweight-Titel zwischen diesen beiden werten Herren. 10 Minuten Matchzeit, die Enzo-Heel-Gruppierung, die es ja jetzt bei den Cruiserweights gibt, die will in dieses Match eingreifen in meinem Booking-Szenario, wird aber von den Faces aufgehalten, das heißt, am Ende geht das Ganze ohne Eingriffe über die Bühne, aber man hat trotzdem nochmal die Cruiserweights quasi reingebracht, TV-Time gegeben und präsentiert. Kalisto gewinnt am Ende fair gegen Enzo Amore mit dem Salida del Sol und verteidigt seinen Cruiserweight-Champion-Titel. Und jetzt gehen wir schon zum Main-Event. The Shield tritt an gegen Braun Strowman, The Miz, Kane, Cesaro und Sheamus, die hier eine Fraktion bilden. 5 gegen 3. Ich würde hier 30 Minuten Matchzeit geben. Chaos, Action, Abriss vom feinsten TLC. Hier geht's ab. Aber 5 gegen 3, ich habe es gerade schon gesagt, wie willst du das booken, dass keiner begraben wird, dass kein Team scheiße aussieht und die Vollidioten rüberkommen? Der Sieger, auf den es hinausläuft, ist in meinem Szenario The Shield. Die gehen hier gestärkt raus. Das Gegnerteam verliert aber nicht einfach so, sondern zerfällt. Die ersten 20 Minuten ist das einfach nur eine Schlacht, das ist epic, das ist TLC, und Braun Strowman macht aber währenddessen immer sein eigenes Ding, den juckt niemand anderes, weil es halt auch zu seinem Charakter passt. Das passt aber wiederum The Miz nicht, Kane hört auch nicht auf The Miz, und so zerbricht das Team dann langsam in sich. The Shield kann das nutzen und gewinnt mit der Triple Powerbomb gegen Kane im Ring. So kann man das Team, der hier ist, so ein bisschen nicht ganz buryen, sondern trotzdem noch ein bisschen beschützen, während The Shield halt trotzdem den Sieg einfährt. Das wäre mein Booking-Szenario. Mit dem feiernden Shield endet TLC. Schreibt auch gerne euer Booking-Szenario gerne unten in die Comments, da bin ich sehr gespannt drauf. Außerdem könnt ihr euch gerne am Samstag die Vorschau geben zu TLC. Am Montag kommt dann auch die Review. Schaut da einfach mal rein. Guckt auch auf spotfight.de vorbei, wenn ihr da Bock drauf habt. Bis zum nächsten Mal und ciao.